Ich schneide das Ganze raus, immer wo ich abschweife von Theo, sonst wird es zu lang. Obwohl, es sind ja gerade 8 Minuten. Na, egal. Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte gestern eigentlich Snowboard fahren und euch dabei mitnehmen. Allerdings liegt seit gestern kein Schnee mehr. Na, also Skipiste zu. Weil Skipiste ohne Schnee offen ist schlecht. Also zu. Ah, da habe ich mir jetzt zu Hause ein paar Sachen überlegt, die ich vielleicht ansprechen könnte. Aber mir ist so nicht unbedingt viel eingefallen. Deswegen, ja, da fahre ich denn jetzt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Mir fällt noch kein Thema ein. Die Sonne scheint nicht. Ich könnte die Sonne ansprechen. Das ist mir gerade auch schon mal eingefallen. Könnte ich vielleicht über die Sonne reden. Was wäre, wenn? Aber ich weiß auch nicht, ob das interessant ist. Aber egal. Reden wir darüber. Sonne. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Sonne nicht mehr wäre? Also, zuerst. Genau, es wäre dunkel. Wenn es dunkel ist, wäre es immer Nacht. Wenn es immer Nacht wäre, wenn manche Lebewesen und manche Pflanzen nicht mehr leben, existieren. Denn man braucht die Sonne. Logisch, oder? Als Kind habe ich immer gedacht, egal, ich habe jetzt zu Hause Licht, ich könnte Lichtschalter anmachen. Da hätte ich wieder Licht, oder? Stimmt doch. Aber das ist ja auch nicht so leicht. Wenn es die Sonne nicht mehr geben will, wird es manche Pflanzen nicht mehr geben. Und wenn es manche Pflanzen nicht mehr geben will, wird es keinen Sauerstoff geben. Und Sauerstoff benötigen wir zum Atmen. Also, ganz, ganz schlecht. Wenn die Sonne nicht mehr da wäre, dann wäre es auch schweinekalt, weil die Sonne erwärmte die Erde. Und wenn es schweinekalt ist, würden wir erfrieren. Da habe ich mir als Kind auch gedacht von wegen, na, scheißegal, wir haben eine Heizung. Die macht die Wohnung schon heiß. Oder warm. Der wichtigste Punkt überhaupt. Pflanzen sterben ab, wie die Bäume hier, wo ich gerade hier rumlaufe. Die sterben alle ab. Dann würde man nicht mehr leben, weil die produzieren ja Sauerstoff. Und das brauchen wir zum Leben. Genau. Also, wie kann man das machen, dass man nicht mehr von der Sonne abhängig wäre? Entweder müssen wir einen Planeten erschaffen, der so viel Wärme und Licht erzeugt wie die Sonne. Dann müssen wir der Sonne irgendwie wieder neues Licht geben. Wie könnte man das machen? Keine Ahnung. Obwohl, bis die Sonne ausgeht, das dauert Millionen Jahre, glaube ich noch. Millionen, Billionen. Ansonsten wäre nur eine Möglichkeit. Man müsste ganz tief unter der Erde graben. In der Nähe von einem Vulkan. Weil da ist es warm. Dann müsste man dort irgendwie ein Haus bauen. Unter der Erde. Naja, ein Haus bauen direkt nicht. Sagen wir eine Höhle bauen unter der Erde. Höhle ist unter der Erde. Müssen wir in einer Höhle wohnen? Da müsste man irgendwie Licht erzeugen können. Sagen wir mal jetzt auf so ein Fahrrad. Auf so einen Heimtrainer, der Strom erzeugt. Und durch dieses Licht müssten wir dann Pflanzen zum Blühen bringen. Wir Menschen brauchen ja auch Licht. Müssen wir das auch benutzen, das Licht. Und ja, und so weit verpflegen, also Pflanzen anbauen, die Sauerstoff produzieren, Pflanzen anbauen, die von denen wir uns ernähren können. Dann müssen wir doch noch eine Herde, damit wir Fleisch haben. Obwohl, dann leben halt alle vegan. Ist wohl kein Fleisch. Egal. Aber das wird ganz schön übel werden. Man müsste eine ganze Stadt unter der Erde bauen. Boah, das war ja ein Mammutprojekt. Das zu bauen, da gibt es bestimmt schon irgendwo unterirdisch eine große Stadt. Da wäre noch die Frage, wenn die Sonne keine Kraft mehr hat, um die Wärme zu erwärmen, zu erhitzen, dass es immer warm bleibt.
hat die Sonne dann immer noch die Kraft, dass wir um der Sonne herumkreisen oder dass wir dann wupp, irgendwo anders hinfliegen? Das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die Sonne halt nur irgendwann mal ihre Wärme verliert und dass die Sonne dann nicht mehr leuchtet. Ein erloschener Stern. Dauert zwar immer ein paar Billionen Jahre. Ich denke mal, ich werde es auch nicht mehr mitkriegen, weil so alt werde ich nicht. Ja, also müsst ihr euch, alle die jünger sind und derens Kinder und so weiter und so fort, müssen sich was überlegen, wie man die Sonne noch ersetzen kann. Abgesehen davon, dass man hier weniger Abgase produziert, damit die Ozonschicht nicht kaputt geht. Sonst verbrennen wir. Einmal verbrennen wir, einmal erfrieren wir. Mensch! Komisch, hä? Ist aber so. So, dann denkt euch mal was aus, womit man die Sonne ersetzen kann, wenn es die nicht mehr geben sollte. Ich habe mir schon so gedacht, von wegen, dann machen wir aus dem Mond eine reine Sonnenstudio. Die Sonnenstudio-Röhren überall rein. So in der Art. Also die gehen ja auch noch eine Zeit irgendwann kaputt. Dann könnte man nicht mehr auf dem Mond landen, weil ja, man verbrennt dann. Außer es wäre ein Volk auf dem Mond, die das von der anderen Seite reparieren. Also müssen wir dann zwei Völker haben. Einen auf dem Mond. Wir, die ganz normal weiterleben. Das ist ja auch doof. Das ist ja Ausbeuterei. Aber interessantes Thema. Vielleicht fällt euch ja was Schönes ein. Könnt ihr mir ja posten, wenn ich hier heil und lebend wieder rauskomme. Obwohl, wenn ihr das Video seht, dann sowieso. Also, wir müssen uns das einfallen lassen, was die Sonne ersetzt. Da muss man sich was einfallen lassen, dass man nicht mehr so viel Abgase produziert. Und das ist, glaube ich, erstmal die wichtigsten zwei Sachen. Weniger Abgase produzieren, irgendwas, obwohl, was die Sonne setzt, ist noch nicht allzu wichtig. Aber weniger Abgase produzieren, das ist wichtiger, denn Ozonschicht geht langsam kaputt, das weiß jeder. Die globale Erwärmung kommt. Oder Abkühlung, die globale Abkühlung. Ich weiß leider nicht, was ich jetzt noch sagen kann. Ich hoffe, das Video wird ein bisschen länger, wenn ich es zurecht schneide. Weil das Chip ist eigentlich schnell gesagt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao! Und jetzt fängt es an zu regnen. Auf jeden Fall machen wir weiter. Muss ein bisschen schneller reden, oder? Wenn es jetzt anfängt zu regnen, wird die Kamera nass. Und ich auch. Ich habe noch nicht meinen Regenschirm mit. Das ist so ein Mist. Ich kann mich auch nirgendwo unterstellen hier. Heul. Ich habe da was im Unterstellen gefunden. Ist ja geil. Ist ja geil. Schnell hinlaufen. Ja. Hier ist was im Unterstell, jetzt ist es auch zu regnen. Das ist ja auch super. Gerade was hier gefunden. Na gut, gehe ich weiter. Weil ich möchte auch irgendwann mal ein Zuhause ankommen. Ich habe Hunger. Obwohl ich jetzt gerade irgendwie auf dem Weg nach Näheim bin. Und da kommen Leute. Hallo. Hallo. Jo, jetzt kann ich weiterreden. Der Mann ist weg. Na okay, da geht er noch. Schon wieder. Ich sehe hier im Wald schon den dritten Gullideckel. Da. Das ist das Schild, wo der Gullideckel ist. Ja. 4 Meter von dort aus geradeaus. Das wäre dann da. Wofür im Wald schon ein Gullideckel? Hier ist doch kein Haus. Ich habe hier noch kein Haus gesehen. Ich schweife immer vom Thema ab. Sorry.
Ah, da ist ja doch ein Haus. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das sind sogar mehrere Häuser. Wo bin ich denn hier? Was für ein Dorf ist das? So ein Mist. Und jetzt bin ich hier bei dem Dorf. Ich sehe auch viele Häuser hier. Ich schweife schon wieder von Thema ab. Sorry. Das ist bei mir immer so eine Angewohnheit. Ich rede, dann sehe ich was anderes, dann schweife ich von Thema. Das passiert mir ganz oft. Und kalt ist es auch. Meine Nase fängt gleich auch an zu laufen. Nicht wegzulaufen, sondern in der Nase läuft es. Ich habe da noch ein Taschentuch da. Wo bin ich hier? Was ist denn da? Egal. Kopfhörer. Das fängt schon wieder an zu regnen. Scheiß Wetter heute. Ich drehe mich ein bisschen weit. Jetzt geht's mal bergab. Der Weg ist mir zu weit. Vielleicht bin ich auch schon kurz davor, weil hier sind schon Häuser. Vor, nee, heim. Den Grabstein habe ich vorhin nicht gesehen. Egal. Ist das hier christliches Gebiet? So, jetzt bin ich kurz auf den Knopf gekommen, bin aber wieder da. Das heißt, ich kann weiterreden. Ja, okay, ich könnte auch so weiterreden, aber dann würdet ihr nichts hören, weil ihr es nicht sehen würdet, weil ich ja dann nicht aufgenommen hätte. Auf jeden Fall, jetzt die andere Hand dran. Die rechte ist schon halb erfroren, jetzt kommt die linke dran. Dann gehe ich gleich erstmal fett was essen. Ich habe Hunger. Au. Nein.